Und weiter geht es mit einer neuen Folge von FIFA 14 Ultimate Team und das sieht für mich sehr Bundesliga aus. Hey, wir haben den gleichen Sturm. Nur eine Mannschaft aus Bayern und Dortmund. Wir werden verlieren. Weil er Marco Reus hat. Ich war am Ball. Danke. Oh. Danke. Danke, Hummels. Danke für das Geschenk. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ich drücke X. Hört's. So. Mein Torwart, entweder kommst du raus oder bleibst auf der Linie und bleibst nicht in der Mitte stehen. Hummels gegen Hummels, ey. Mann! Das kotzt mich jetzt schon an, dass er nur den Ball da vorne so gespielt hat. Vor allem hat Lahm, nee, Lahm hat die Ecke geschlagen, ne? Alter. Aber man hat, so allgemein, ich weiß ja selber, dass ich nach Ecken gut bin, gerade aktuell. Man hat einfach so keine Chance manchmal den Ball zu verteidigen. Man ist am Mann. Boah, der springt einfach höher. Oder trägt sich durch. Oder das Kopfball in der Mitte ist unfair. Sucht's euch aus. Ach, da steht ja noch einer. Ich glaube, das wäre der Schiri. Meins. Oh, meins. Och, verdammt. Oh, danke. Wieso er stehen geblieben ist, weiß ich gerade selber nicht. Ich habe eigentlich bewegen gedrückt, aber na gut. Oh. Verarschen? Wieso ist der denn so schnell bei ihm? Willst du mich verkackeiern? Ich würde schon sagen, Hummels gewinnt schon wieder das Duell. Das ist doch nicht normal. So, den hab ich. Mann. Was sind denn das für Pässe nur? Immer nur lang, lang, lang. Lang, lang, lang. Das ist ein chinesischer Name, ne? Das ist nicht dieser Lang, lang. Ist das nicht der Klavierspieler, der berühmte? So, interessenhalber. Und wieder, nur lang nach vorne. Das macht doch keinen Spaß. Spiel doch mal was Gescheites, Junge. Als nur schnell nach vorne mit langen Bällen. Du kannst, kann ich auch schon lange. Weil ich verstehe nicht, warum sein Hummels schneller ist als meiner. Oder beziehungsweise sein Aubameyang schneller ist als meiner. Och. Jetzt wieder langer Ball. Jeden Augenblick. Passt auf. Nee, er will flanken. Danke, dass du so lange gewartet hast mit dem Aufstehen. Danke. So. Ich hätte nicht gedacht, dass der Ball durchkommt, aber ich muss jetzt unbedingt verschieben. Beziehungsweise Abseitsfalle drücken.
Ja, hat funktioniert. Das wollte ich gar nicht, aber na gut. Och. So. Danke. So. Ich habe gehört, man hört in der Aufnahme immer, wie ich auf den Controller hämmer. In den letzten Folgen. Da wisst ihr zumindest, dass ich live spiele. Ich könnte das ja auch alles einfach aufnehmen und drüber quatschen, aber die Zeit habe ich sie. Die Zeit möchte ich mir nicht nehmen. Ganz ehrlich. Das ist ja doppelter Aufwand. Oh. Ja, ich habe den Konter verhindert. Das war mir gerade am wichtigsten, aber jetzt habe ich den Konter eingeleitet. Aber Gott sei Dank habe ich ihn wieder verhindert. Too wide. A little bit too wide. So. Öp. Halbzeit. Halbzeit. Hat er Anstoß? Ja, er hat Anstoß. Scheiße. Ach, verdammt. Das kann's nicht sein. Was macht denn Hummels da? Er erobert den Ball. Vor allem, ich hasse diese Bälle. Ich hasse sie. Kann man das nicht mal ver... Ich hoffe, das haben sie rausgepatcht, ey. Rausgepatcht, rausgemacht. Dass diese Bälle ankommen, das ist unfair. Ich hasse das. Das geht eigentlich in Wirklichkeit nicht. Aus die Abwehr pennt. Weil ich stelle auf Abseitsfalle. Abseitsfalle ist alle rauslaufen, weil das tun die ja nicht mal. Beim Hummels hat der in der Situation den Ball gewonnen und hört auf zu laufen. Hey. Mann, 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 ey. Wie soll man denn sowas bitte verhindern? Och, schieß doch! Aubameyang, was machst du denn da? Er nimmt in Seelenruhe den Ball an und läuft und läuft und läuft. Oh, verdammt, ey. Och, und dann behindern die sich gegenseitig. Und jetzt rennt er einfach durch mit Marco Reus. Oder nicht. Die Partie verlieren wir, das weiß ich jetzt schon. Das macht so keinen Spaß. Nur auf lange Bälle bauen, das ist doch Blödsinn. Und warum geht Alaba da dran? Der Ball ist ins Aus, hüpft schon ins Aus. Jetzt steht es 3-2 für ihn jeden Augenblick. Nee. Alter, ich drück schon nach unten laufen so früh und er tut's einfach nie. So. Mann, ey.
hat lange nicht mehr getroffen, unser Müllerchen. So, jetzt muss ich wieder diesen Ball verhindern, der da kommt, ey. Alter, diese Bälle kotzen mich so an, das wisst ihr gar nicht. Doch, ihr wisst es, ihr hört es ja an meiner Tonlage, wie ich immer rede dann. Das ist so nervig. Ich hoffe, sowas wird irgendwann mal generell verboten. Ah, Mann. Ich hatte gehofft, dass er sich auf den Ball zubewegt, aber hat er nicht gemacht. Das kann's nicht sein! Was macht denn der Idiot da? Er steht daneben, braucht nur den Ball weghauen und geht nicht auf den Ball zu. Danke, 4-2. Oh, Mann. Das müsste eigentlich 5-5 oder so stehen. Vor allem jetzt kommt wieder dieser lange, beschissene Ball. Ich glaube, da war ich dran. Deswegen ist der misslungen. Ey. Lieber ins Aus, ey. Oh, er stand im Abseits, Gott sei Dank. Aber zumindest habe ich 2 Tore Vorsprung, das ist mir schon mal wichtig. Nein! Heraus den Ball. Da steht keiner. Gott sei Dank. Ich wollte eigentlich oben auf Götze gespielt haben, aber hat er nö gesagt. Da hat er nö gesagt. Gott sei Dank ist er ins Ausgegangen. Aber dieser Hummels ist zu kopfballstark auch in dem Spiel. Ja, hier. Manche Spieler sollten echt in dem Spiel entschwächt werden. Also zweikampfstark. Das ist in Ordnung, aber ich meine diese Kopfballstärke vorne. Ich weiß, dass er das ausstrahlt, aber er kann doch nicht jedes Duell da vorne gewinnen. Das kann's nicht sein, Boateng. Er ist da. Er ist vor ihm am Ball, aber er köpft ihn nicht raus. Willst du mich verarschen? Alter, Müller. Och, Müller! Gott sei Dank. Hau raus, die Oh, ich bin am Ball. Och. Gott sei Dank sind da hinten noch welche. Nein. Scheiße. Das wird beschissen knapp. Das wird beschissen knapp. Einfach raushauen. Mehr mache ich jetzt nicht mehr.
Oh. So. Das war die Entscheidung. Vor allem Flugkopfball. Mann. Boah, diese Partie hat Nerven gekostet. Ja! Aber diese Bälle nerven, echt. Tut mir leid, wenn ich mich da mal so aufrege, aber es ist tierisch nervig. Anstoß, langer Ball und ist durch. Das kann nicht das Spielprinzip von FIFA sein. Ich weiß, dass es durchlaufen, aber es kann doch nicht sein, dass denn die Abwehr dann drauf sich nicht einstellt. Jetzt bin ich kaputt. Aber wir steigen schon mal nicht mehr ab in der letzten Saison. Das freut mich am meisten. Tore 3. Bei mir. Deiner 2 gemacht. Boah. Fehlen noch 4 Punkte zum Aufstieg. Doch, der Aufstieg ist locker noch drin. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Aber wie es weitergeht, erfahren wir es in der nächsten Folge von FIFA 14 Ultimate Team. Tschüss.